Ich habe die beiden nicht gegen uns noch nie so stark gesehen. Und gut, dann kann man natürlich auch mal 2-0 so deutlich verlieren. Ich meine, wir haben vieles probiert, wir haben gekämpft. Das ist eigentlich immer das, was wir uns am Ende nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir nicht alles versucht haben. Aber man muss das neidlos anerkennen, dass die beiden einfach vom ersten Punkt an sehr, sehr druckvoll gespielt haben. Eine ganze Liga besser als letzte Woche. Und das sind ja jetzt auch keine Unbekannten. Die können natürlich auch sehr, sehr gutes Beachvolleyball spielen und stehen dann, finde ich, auch völlig zu Recht im Finale. Wenn das natürlich auch so zum Nachspiel natürlich ein bisschen wehtut. So ein Block ist ja zum Verzweifeln, oder? Ja, hat Jonas heute schon ganz gut beschäftigt. Ich kenne die Situation ja von mir auch. Jungs auch oft gegen sie spielen. Jetzt haben sie ein bisschen in dem Spiel sich auf Jonas eingeschossen. Das ist ein sehr, sehr guter Blockspieler, kann man nichts gegen sagen. Was war zwischen dir und Allison los im ersten Satz, wo der sich so tierisch aufgeregt hat? Ja, einfach tierisch. Jeder weiß ja auf der Tour, dass der Allison da eben gerne versucht, den Schiedsrichter zu beeinflussen. Und wir spielen ja unser Spiel technisch sehr, sehr gut mit oberem Zuspiel. Ich weiß nicht, ob das der Neid ist, dass er die Technik nicht beherrscht oder er sich dann ständig halt beim Schiedsrichter beschwert und dann halt natürlich auch immer auf eine Art und Weise, die seinem Naturell entsprechend ist. Und dann muss man natürlich irgendwo, wenn man dem Ganzen Paroli bieten will, dann das auch tun. Und man sieht dann ja auch, sagen wir so, was für ein Typ er ist, wie er gestrickt ist. Was hast du ihm denn gesagt? Das könnt ihr nicht aufschreiben. Ich hab ihn, glaube ich, gefragt, ob er neidisch ist, weil er so gut zu spielen nicht beherrscht. Auf Portugiesisch aber? Nee, auf Deutsch. Auf Deutsch. Er spricht ja kein Englisch. Ja. Ach so. Auch das nicht. Auch das nicht. Genau, jetzt hast du meine Meinung verstanden. Ja, ich verstehe schon.